أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir freuen uns natürlich, diese freundlichen, lieben, gläubigen Gesichter wiederzusehen. Einige Gesichter kennen wir ja schon, die anderen leider noch nicht, aber vielleicht sehen wir euch mal im Fernsehen unter Extremisten und Salafisten. Man begegnet ja dort einige Leute, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Möge Allah Azza wa Jal uns auf der Wahrheit befestigen und möge Allah Azza wa Jal uns nur ihn zufrieden machen lassen. Allahumma Amin. Alhamdulillah, wallahi Allah Azza wa Jal bezeugt, dass wir es lieben, zu euch zu kommen, und kein Weg ist uns zu weit. Nicht damit wir zusammen lachen, sondern damit wir zusammen unsere Religion, die Religion des Islam, die Religion der Wahrheit studieren. Wie Allah Azza wa Jal sagt, Inna ad-dina 'inda Allah, al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam, und es gab niemals eine andere Wahrheit als den Islam. Und das musst du verstehen und das musst du verinnerlichen, lieber Bruder und liebe Schwester, ja sogar in deinem Herzen eintätowieren und danach leben, und du wirst sehen, dass Allah Azza wa Jal dein Leben versüßen wird. Du wirst plötzlich eine Süße in deinem Leben bekommen, die du nie zuvor gehabt hast. Möge Allah Azza wa Jal uns Zufriedenheit in der Dunya und in der Akhira geben. Liebe Geschwister, das Thema, was wir für euch erwählt haben, und wir haben natürlich nur ein paar gezählte Minuten, ist, wir reden heute inshallah ta'ala über das Vorbild aller Menschen. Wen meinen wir? Das Vorbild aller Menschen? Der Prophet Mohammed. So wie du dich meldest, dachte ich, hättest du gesagt Hitler. Auf jeden Fall. Ja, das war so ein ganz komischer Gruß. Wir reden über das Vorbild aller Menschen. Einen Moment bitte. Diese Mikrofone. Alhamdulillah. Das ist, ich mache es anders. Ciao. Das Vorbild aller Menschen, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und ihr werdet heute sehr oft den Namen hören. Was erwarten wir von euch, wenn ihr Muhammad hört? Dann sagt ihr, Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. In Dormagen liebt man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah azza wa jal euch lieben und euch mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und uns vereinigen. Liebe Geschwister, wenn wir über Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam reden, dann reden wir über ein Vorbild, welches niemals in Vergessenheit geraten wird. Erwähnen wir ihn heute noch? Ja. Allahu Akbar. Und er ist der Beste aller Menschen. Er ist das beste Geschöpf unter der Sonne Allahs Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal erwählte ihn aus, damit er die letzte Botschaft zu den Menschen trägt. Für die gesamten Menschen und die Djinn, diese Botschaft ist gültig bis zum letzten Tag. Allah Azza wa Jal, er sagt uns im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nur als Barmherzigkeit
für alle Menschenbewohner entsandt. Allahu Akbar. Das ist ein Zeugnis für ihn, für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und vor ihm waren eine Menge Gesandte, die zu ihren Völkern kamen, aber niemand anderen erwählte Allah als letzten Gesandten mit der letzten Botschaft außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine Frage an euch, und ich möchte nur ein Ja oder ein Nein hören: Musste er etwas Besonderes sein? Ja. Allahu Akbar. Natürlich. Weil er als letzter Gesandte zu den Menschen gesandt wurde. Und er, sallallahu alaihi wasallam, ist für die gesamte Menschheit entsandt worden und nicht nur für einen Teil der Menschen. Deswegen musste er etwas Besonderes sein, liebe Geschwister. Und es ist seit über 1400 Jahren her, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Jedoch weiß jeder Gläubige, bist du gläubig? Jeder Gläubige weiß, dass niemand, ja nicht einmal der eigene Vater, als Vorbild vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bevorzugt wird. Jeder Gläubige weiß das. Wen liebst du mehr, deinen Vater oder den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wen liebst du mehr, deinen Vater oder den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Den Propheten Muhammad. Wen liebst du mehr, Döner oder den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wer dir das sowas Falsches sagt? Das Vorbild aller Gläubigen, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jal erzeichnet ihn aus, indem er sagt: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs ist euch ein vorzügliches Beispiel gegeben worden. Und wallahi, wer die Sira, wer den Lebenslauf vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam studiert, er wird verwundert sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in jeder Sache ein Vorbild. Wer war der stärkste Kämpfer auf dem Kampffeld? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer hat niemals eine Frau geschlagen, obwohl er 9 Frauen hatte? Und ihr wisst, dass Frauen nicht immer das tun, was man von ihnen möchte. Wer hat das nicht getan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In jeder Sache war er ein absolutes Vorbild. Es kann sein, dass du allgemein ein Gläubiger bist und dass du betest und dass du fastest und dass du auch spendest. Aber es kann sein, dass du ein zorniger Muslim bist. Wenn eine Sache passiert, dann gehst du gleich in die Luft. Nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nicht so. Er war in jeder einzelnen Sache ein Vorbild. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aber warum war er so barmherzig? Kennt jemand den Grund, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so barmherzig war? Und ich denke, ich werde heute eine Überlieferung erzählen, die manche Leute zum ersten Mal in ihrem Leben hören werden. Umso mehr werden sie diese Überlieferung genießen. Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda kana jari'an ala an yas'ala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an ashya' la yas'aluhu anha ghayru. Abu Huraira radiyallahu anhu, er war eifrig danach, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam nach Dingen zu befragen, nach denen niemand ihn zuvor befragt hat. Abu Huraira hatte eine besondere Vorliebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte Abu Huraira radiallahu an: Ya Rasulallah, ma awalu ma ra'aita min amri nubuwa. Was war das erste, o Gesandter Allahs, was du von den Zeichen des Prophetentums entdeckt hast? فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال. So erhob sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ob er ihm beweisen wollte: Diese Antwort, die ich dir jetzt gebe, wird eine wichtige Antwort für dich sein, o Abu Huraira. Er sagte: Inni lafi sahra ibn ashri sinina wa ashur. Ich war in der Wüste als ein Junge von 10 Jahren und 10 Monaten. Ich war in der Wüste als ein Junge von 10 Jahren und Monaten. Das bedeutet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er war in diesem Alter in der Wüste. Und er sagte weiter: Wa idha bi kalamin fawqa ra'si, über meinen Kopf hörte ich Stimmen. Wa idha bi rajulin yaqulu li rajul ahuwa huwa. So war einer der Männer von den 2 Männern. Er sagte zu dem anderen: Ist er die Person? Ist das Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da sagte der andere Mann: Ja, das ist er. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: فَاسْتَقْبَلَانِ بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِخَلْقٍ قَطْ وَأَرْوَاحٍ لَمْ أَجِدْهَا مِنْ خَلْقٍ قَطْ وَثِيَابٍ لَمْ أَرَهَا عَلَى أَحَدٍ قَطْ. So empfing mich
diese Gesichter, die ich nie zuvor gesehen habe und Seelen, die ich nie zuvor unter der Schöpfung, unter allen Menschen zuvor gesehen habe und Kleidung, die ich nie zuvor an einer Person gesehen habe. Es waren ungewöhnliche Männer, die bei ihm gewesen sind, liebe Geschwister. قال أحدهما لصاحبه. Dann hat einer der Männer zu seinem Partner gesagt, schneide seine Brust auf. فهو أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع. الله أكبر. Einer sagte zu dem anderen, schneide seine Brust auf, von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so schnitt er meine Brust auf, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ich sehen konnte, ohne dass Blut floss und ohne Schmerzen. فقال له, so sagte einer der Männer, اخرج الغل والحسد. So bring den Hass und den Hasad, den Neid aus ihm heraus. فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَهَيْئَةِ الْعَلَقَةِ Dann hat dieser Mann etwas aus dem Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herausgenommen, was so aussah wie ein schwarzer Blutklumpen. فَطَرَحَهَا فَقَالَ لَهُ أَدْخِلِ الرَّحْمَةِ وَالرَّعْفَةِ So schmiss er dieses Blutklumpen weg, er warf dieses Blutklumpen weg, was schwarz war, und sagte, mach stattdessen die Barmherzigkeit und das Mitgefühl in das Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herein. Ardu wasla. Farajatu biha ardu biha riqatan ala sagir wa rahmatan ala al-kabir. So sagte einer der Männer, so geh zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sei friedfertig, bedeutet ohne Hass und ohne Neid. So sagt sallallahu alaihi wasallam, so war ich sanft zu den Kleinen und barmherzig zu den Großen. Das ist der Grund, warum er der barmherzigste Mensch war. Er hatte ein Stück Blutklumpen, ein Stück in seinem Herzen, was für den Shaitan hätte ein Weg sein können, um ihn zu beeinflussen. Dieses Stück wurde beerdigt. Also gab es nichts mehr für den Shaitan, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu etwas zu bringen, was Allah azza wa jal unzufrieden gemacht hätte. Allahu Akbar. Nichts. Ein reines, sauberes Herz, wie Allah azza wa jal es liebt, liebe Geschwister. Wer ist wie der Gesandte Allahs? Ich frage euch, wer ist wie der Gesandte Allahs? Warum schämst du dich, ihm zu folgen? Warum? Ich habe eine Frage an euch, liebe Geschwister. Wer ist der beste Mensch für euch? Ganz im Ernst. Bevor ihr antwortet, überlegt. Wer ist der beste Mensch für euch? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagt ihr das im Ernst? Sagt ihr das in vollem Ernst? Wenn ihr behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der beste Mensch für euch ist, dann folgt ihm. Ansonsten sagt ihr nicht die Wahrheit. Sag. Sag. Soll ich euch anlügen? Gehörst du zu denjenigen, die es hassen, wenn du einen Gläubigen mit einem Bart siehst? So ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht der beste Mensch für dich. Gehörst du zu denjenigen, die die Gläubigen nicht lieben? So ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht der beste Mensch für dich. Gehörst du zu denjenigen, die sagen, ist mir egal, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat. Ich handle auf meine Art und Weise, so muss ich dir sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht der beste Mensch für dich, sondern das Beste für dich in deinem Leben ist dein eigenes Gelüst. Möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Nochmal, ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam der beste Mensch für uns? Dann sollten wir so aussehen wie er. Dann sollten wir ihm nachmachen und uns fragen, wie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehandelt? Subhanallah, damals in Berlin kam ein Bruder zu mir und er hat ganz neu den Islam angenommen. Aber subhanallah, die Konvertierten, weil sie lange, lange nach der Wahrheit suchen, und wer nach der Wahrheit sucht, sucht nach Allah azza wa jal. Er kam irgendwann zu mir und sagte, Alhamdulillah, ich habe den Islam kennengelernt, ich habe den Islam lieben gelernt, ich bin jetzt ein Muslim, lehre mich, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Zeige mir, wie er gegessen hat. Zeige mir, wie er dieses und jenes gemacht hat. Schaut mal. Liebe. Liebe. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Allah hat mit dieser Ayah die gesamte Menschheit geprüft. Sprich, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sprich zu den Menschen, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Das ist die Prüfung für dich. Behauptest du, dass du Allah liebst, wen musst du folgen? Hä? Den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Warum seid ihr hier so geizig mit Rede? Hä? Müsst ihr Geld bezahlen fürs Reden? Ja. Ich mag es, wenn man mit mir redet. Oder mögt ihr mich nicht, dann? Ich mag es, wenn man mit mir redet. Na. Der Imam sagt, du sollst es anmachen, weil der Bass stört. Der Bass stört. Okay. Das Problem ist nur, dass dieses immer abfällt. Inshallah, wir versuchen es. Inshallah, klappt das. Beten in der Ta'ala. Liebe Geschwister, möge Allah Azza wa Jal mit mir und mit euch barmherzig sein. Folgst du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wenn du sagst, du liebst Allah, dann hast du eine Prüfung von Allah bekommen. Du musst wen folgen? Dann erst wird Allah dich lieben. Eine Frage: Wird Allah dich lieben, wenn du nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst? Nein. Dann frage ich dich: Wie willst du die Liebe Allahs erreichen? Durch einen anderen Weg als den, den er dir vorgeschrieben hat? Hast du ein anderes Rezept? Dann bring es her. Bring es her. Qul hatu burhanakum in kundum sadiqin. Gebt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Ansonsten liebst du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Und wenn du ihm nicht folgst, dann wird wer dich nicht lieben? Allah. Allah azza wa jalla. Möge Allah uns zu treuen Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen. Wer ist wie der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister? Er hat die Offenbarung von über dem siebten Himmel erhalten, um den Erdenbewohnern, allen Menschen, allen Geschöpfen das mitzuteilen, was von Allah azza wa jal kommt. Was Allah von diesen Geschöpfen erwartet. Die Botschaft des Islam, die allerletzte Botschaft, bevor Allah azza wa jal mit allen Menschen abrechnet. Glaubst du daran, dass Allah mit dir abrechnet? Nein. Glaubst du daran, dass Allah mit dir abrechnet? Ja. Das heißt, du musst der Botschaft des Islam folgen, wenn du weißt, dass du zu Allah Azza wa Jal zurückkehrst. Allah Azza wa Jal, er sagte zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, komm, fa'adhir, steh auf, o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und warne die Menschen, warne sie, mach ihnen Angst, dass sie wissen, dass wenn sie nicht nach der Rechtsleitung leben, dass sie, wal'iyadu billah, in ein ewiges Höllenfeuer hereingehen werden, wo die Strafe für sie nicht gemindert wird. Bereit? Bist du bereit für so eine Strafe? O Diener Allahs, es gab keine Prüfung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er in all den 23 Jahren durchlebt hat, wo er durchgefallen ist. Allahu Akbar. Er hat immer so gehandelt, wie Allah azza wa jal es von ihm wollte. Eine Frage: Handeln wir immer so, wie Allah es liebt? Ja oder nein? Nein. Nein. Aber Rasulullah, und das macht ihn zu etwas Besonderes, sallallahu alaihi wasallam, er handelte immer so, wie Allah azza wa jal das geliebt hat, liebe Geschwister. Er kämpfte gegen die Feinde Allahs, die die Botschaft zerstören wollten. Und er wurde schwer verletzt und er war zufrieden damit. Er war immer zufrieden. Sallallahu alaihi wasallam. Kein einziger Sohn überlebte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er war immer zufrieden damit. Alle seine Söhne sind gestorben. Und Ibrahim, einer seiner Söhne, liebe Geschwister, als er im Kindesalter war, so ist er ebenfalls gestorben. Und Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, als er vor seinem Sohn Ibrahim stand, so hat er geweint. Und er sagte, inna al-ayna tadma' wal-qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Das Auge, es tränt, es weint. Und das Herz ist traurig, aber wir sagen nur etwas, was Allah wohlgefällig ist. Gibt es Leute, die Allah beschimpfen, wenn er ihre Söhne nimmt? Na? A'udhu billah. Wallahi, wir haben das. Allah nimmt sich, was ihm gehört, Subhanah. Und Allah ist der Eigentümer über alle Dinge. Er kann sich nehmen, was er möchte. Und manchmal nimmt Allah die Seele von einem kleinen Kind, dann hörst du die Mutter oder den Vater sagen, oh Allah, warum tust du das mit mir?
ich liebe dich nicht. Und diese Person sagt, warum mein Kind? Du hättest Milliarden von Kindern nehmen können. Aber warum ausgerechnet mein Kind? Sagt sie, was Allah gefällt? Nein. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er wurde wegen der Botschaft beleidigt. Man machte sich über ihn lustig. Man warf Innereien auf ihn, während er sich vor Allah, seinem Herrn, niedergeworfen hatte. Und er wurde fast zu Tode gewürgt. Und er war trotzdem zufrieden damit. Man boykottierte ihn und die Muslime für volle 3 Jahre, so dass sie die ganze Zeit über nichts Richtiges zu essen hatten. Wisst ihr, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit des Boykotts gegessen hat? Er hat nur das Brot gegessen, was Bilal unter seinen Achselhöhlen getan hat, um es durchzuschmuggeln und es zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu bringen. Das war alles, was er gegessen hat. Und er war zufrieden damit. Er wurde vertrieben aus seiner Heimatstadt, die er liebte. Und als er in eine andere Stadt ging, um dort einen Neuanfang zu beginnen, in At-Ta'if, liebe Geschwister, warf man Steine auf ihn, bis er so viel blutete, dass das Blut in seine Sandalen geflossen ist. Und er sagte in diesem Zustand, Allahumma ihdi qawmi, fa innahum la ya'lamun. O Allah, vergebe mein Volk, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagte dieses in einem Zustand, wo sein Blut noch geflossen ist und die Schmerzen unerträglich waren. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war zufrieden damit. Und trotz der schweren Prüfung hat er Allah azza wa jal so lange in der Nacht angebetet, obwohl Allah ihn am meisten geprüft hat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ashaddu nasi bala'an, man? Hä? Al-Anbiya, die am härtesten, geprüftesten Menschen sind die Propheten. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte nicht, die am härtesten, geprüftesten sind die Sünder, sondern sind die Propheten. Warum die Propheten? Inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er es. Deswegen prüft er sie auch am härtesten, weil er sie, du Miskin, du ärgerst dich über eine Prüfung von Allah und er will dir damit nur mitteilen, dass er dich liebt. Tätowiere das in dein Herzen, diene Allahs. Er betete in der Nacht, solange, dass er Schmerzen bekommen hat, liebe Geschwister. So heißt es in einer Überlieferung. Salla hatta tarimu qadamah, fayuqalu lah, ghafar Allahu laka, ma taqaddama min dhanbik, wa ma ta'akhar, fayaqul, afala akunu abadan shakura. Er betete in der Nacht, bis seine Füße angeschwollen sind. Dann sagte man zu ihm, Allah hat dir bereits alle Sünden vergeben, die früheren und die du in Zukunft machen wirst, so sagte er, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Allahu Akbar. Ich habe eine Frage an dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Und du wurdest mit Sicherheit schon von Allah Azza wa Jal geprüft. Was hast du getan, nachdem Allah dich geprüft hat? Hast du eine schlechte Meinung über Allah gehabt? Oder hast du Allah noch mehr geliebt? Wisst ihr, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die wahrhaftigen Gläubigen sagt? Einer von ihnen, von diesen Gläubigen, der auf eine gewaltige Art und Weise geprüft wird, erfreut sich mehr über die Prüfung, als einer von euch, der nicht so gläubig ist, über das, was er bekommt. Wollt ihr, dass ich übersetze? Eine Person bekommt 100.000 Euro. So freut er sich darüber. Würdest du dich freuen, wenn du 100.000 Euro bekommst? Also von mir kriegst du sie nicht. Ich meine nur, würdest du dich freuen? Du würdest dich freuen. Tai, eine Frage. Freut sich einer, wenn er einen Sohn bekommt? Ja oder nein? Er freut sich. Aber der Prophet Muhammad, er hat über die wahren Gläubigen gesprochen. Wenn sie geprüft werden, dass Allah von ihnen 100.000 Euro wegnimmt, so freuen sie sich mehr als derjenige, der 100.000 Euro bekommen hat. Warum? Inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Wenn Allah einen Diener liebt, dann prüft er es. Wenn Allah deinen Sohn nimmt,
freust du dich mehr als jemand, der gerade einen Sohn bekommen hat? Das sind die wahren Gläubigen. Möge Allah uns unter ihnen schreiben. Allahu Akbar. Was waren das für Leute? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er aß sich keine 3 Tage hintereinander satt und er war der Gesandte Allahs. Er aß das Essen der Armen und saß mit ihnen zusammen, weil er sie geliebt hat. Er schlief auf einem hölzernen Teppich, der Spuren auf seinem Körper hinterließ. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er war zufrieden damit. Er fürchtete die Armut nicht. Einmal kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und in dieser Zeit besaß er so viele Schafe. Es war ein gesamtes Vermögen, liebe Geschwister. Ein Mann fragte ihn, gib mir etwas, o Muhammad. Dann sagte er, nimm, was du möchtest. Dann ging dieser Mann mit dem Geschenk, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm machte. Und er sagte, فَقَالَ يَا قَوْمْ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْتِ عَطَاءً لَا يَخْشَ الْفَاقَ. O mein Volk. Er sagte zu ihnen, nehmt den Islam an, denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist eine Person, er gibt so viel, er gibt alles, ohne dass er die Armut fürchtet. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Der Prophet, er war voller Barmherzigkeit. Selbst wenn jemand zu ihm kam, der nach etwas fragte, was Allah azza wa jal zornig machte. Wie sind wir in der heutigen Zeit? Stell dir vor, ein Bruder kommt zu dir und er sagt dir, es gibt ein Mädchen, die ich liebe. Und ich liebe sie im Haram. Es ist mir nicht erlaubt. Ich weiß das, aber ich liebe sie und möchte mit ihm die Zina machen. Wisst ihr, was die meisten machen würden? Sie würden ihn ins Gesicht spucken. So ist die Wahrheit, richtig? Schaut mal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als so ein junger Mann zu ihm kam. Ein junger Mann, der Gefühle hatte. Ein junger Mann, der ein Mädchen geliebt hat. Er sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er schämte sich nicht dabei. Und wer ist der Gesandte Allahs? I'zanni bizina, erlaube mir die Zina, o Gesandte Allahs. Wenn er zu ihm sagt, erlaube mir die Zina, dann wusste er, die Zina ist was? Haram. Deswegen sagte er, erlaube mir die Zina. Das heißt, er wusste sehr wohl, dass das Haram ist. Liebe Geschwister, so kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm näher. Er hat sich ihm zugewandt, zu diesem jungen Mann, der ein Sünder ist. Er sagte zu ihm, atuhibbuhu li ummik, würdest du das lieben für deine Mutter, dass jemand mit ihr Zina macht? Eine einfache Frage. Und ich sage zu dir, lieber Bruder, der du vielleicht das nächste Mal Zina machst, würdest du das lieben, dass jemand das mit deiner Mutter macht? Und er sagte weiter, atuhibbuhu libnatik, liebst du das für deine Tochter und liebst du das für deine Schwester? Dieser junge Mann sagte auf keinen Fall, weil er noch etwas Ehre besessen hat. Aber heute leben wir in einer Zeit, wo die Leute nicht nur keine Religion mehr besitzen, sondern auch keine Ehre mehr. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren, liebe Geschwister. Er sieht, wie ein junger Mann mit seiner Schwester weggeht. Er sagt, schönen Tag noch. A'udhu Billah. Wo ist diese Religion geblieben? Wo ist die Ehre geblieben, liebe Geschwister? Schaut mal, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er war so barmherzig zu dem jungen Mann. Dann kam er und er legte seine Hand, seine gesegnete Hand auf die Brust dieses jungen Mannes und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma ghfir dhanba wa tahhir qalba wa hassin farja. O Allah, vergib ihm die Sünde und reinige sein Herz und bewahre seine Geschlechtsteile vor etwas Verbotenem. Barmherzig. Ja. Ey Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam war barmherzig mit ihm. Danach sagt der Überlieferer von dieser Überlieferung, dieser junge Mann hat sich nie wieder im Haram, im Verbotenen, nach einer Frau umgedreht. Dua von Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und ich habe nur ein Ziel mit diesem heutigen Vortrag. Ich möchte, dass wir alle den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam noch mehr lieben, als wir es bis jetzt tun. Liebe Geschwister, hört mal, was er gesagt hat. Und er hatte wahrlich ein Herz für die Sünder in der Umma. Und wir alle sind Sünder, möge Allah Azza wa Jalla uns vergeben. Er sagte, خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ شَطْرُ أُمَّةِ الْجَنَّةِ. Allah hat mir die Wahl gelassen, zu entscheiden zwischen,
dass ich Schafa'a machen werde am Tage der Auferstehung, ein gutes Wort für meine Umma einlege und zwischen dem, dass Allah mir erlaubt hat, dass die Hälfte von meiner Umma in das Paradies geht. Was denkt ihr, wofür hat sich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entschieden? Na, für? Für? Für die Schafa'a, für die Fürsprache, liebe Geschwister. Er sagte, فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَ. So habe ich die Schafa'a erwählt. لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى. Denn ich konnte damit mehr erzielen als mit dem anderen. Und dann sagte er goldene Worte. أَفَتَرَوْنَهَا لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ لَا لَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ لِلْخَطَّائِينَ. Er sagte, glaubt ihr, diese Schafa'a ist tatsächlich für die Gläubigen, für die Gottesfürchtigen? Nein, vielmehr ist sie für die Sünder. Allahu Akbar. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, er hat sich die Schafa'a für dich und für mich aufgehoben. Lieber Diener Allahs, weil er weiß, dass wir Sünder durch und durch sind. Und Yawm al-Qiyamah wird er es lieben, für uns Schafa'a zu machen. Möge Allah azza wa jal uns von seiner Schafa'a profitieren lassen. Und passt auf, liebe Geschwister, niemals bittest du die Schafa'a vom Propheten Muhammad sallam, sondern nur von Allah azza wa jal, denn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er kann nur die Schafa'a, die Fürsprache einlegen, wenn wer es ihn erlaubt. Allah, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Wer ist es, der die Schafa'a erhält, außer mit der Erlaubnis Allahs azza wa jal? So zeichnet Allah azza wa jal diesen großartigen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam mit den Worten im Koran aus. Und niemand kann diese Worte wegwischen. Niemand kann diese Worte eliminieren. Sie bleiben bis zu dem Zeitpunkt, wo Allah beschließt, dass dieser Koran emporgehoben wird. فَبِي رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Mit der Gnade Allahs, mit der Barmherzigkeit Allahs, bist du barmherzig zu ihnen gewesen, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wärst du grob und hartherzig gewesen, so wären sie dir davon gerannt. Eine Frage: Gab es Sahaba, sie wollten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten, ja oder nein? Und später haben sie ihn mehr geliebt als alles andere. Und so ein Beispiel gab es in der Geschichte. Thumama radiallahu anhu arda, er war eine Person, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein paar Mal versucht hat umzubringen, liebe Geschwister. Und Thumama, er war ein angesehener Mann. Und die anderen Kuffar, sie pflegten gute Beziehungen zu ihm zu haben. Warum? Weil sie von ihm wichtige Waren kaufen konnten, wie die Weizen. Und eines Tages, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Reitergruppe entsandt hat, dann haben sie Thumama festgenommen und sie haben ihn zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihn an einer Säule in der Moschee angebunden. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er kam zu ihm und er sagte, ma indaka ya Thumama? Womit rechnest du bei mir, O Thumama? Was denkst du, werde ich jetzt mit dir tun? Dann sagte Thumama, faqala, indi khayrun ya Muhammad. Bei mir gibt es nur Gutes. In taqtulni taqtul dha damin. Wenn du mich tötest, so sollst du wissen, du tötest Blut, was gerecht werden wird. Das heißt, tötest du mich, werden Leute kommen, die dich töten. Wa in tun'im ala shakir. Wenn du mich aber gut behandelst, wenn du zu mir vorzüglich bist, dann werde ich dankbar dafür sein. Wa in kunta turidu al-mal fasal minhu ma shi't. Und wenn du ein Lösegeld haben möchtest, frag, wonach du fragen möchtest, ich werde es dir bezahlen. So waren die Worte von ihm. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan? Hat er Angst vor Thumama gehabt? Ja oder nein? Nein, er hat ihn so gelassen. So an der Tragsäule, liebe Geschwister, bis zum nächsten Tag. Und er wiederholte die Worte. Und wieder am nächsten Tag wiederholte er dieselben Worte gegenüber Thumama radiallahu anhu wa arda. In einer anderen Überlieferung, obwohl Thumama ihn töten wollte, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba befohlen, akrimuh, seid edel zu ihm. Versorgt ihn mit dem Besten, gibt ihm frische Datteln. Gibt ihm schmackhaftes Wasser. So ist er mit den Feinden umgegangen, sallallahu alaihi wasallam. Warum schreiben sie so etwas nicht in den Volkszeitungen?
Schreibt man so etwas in den Zeitungen der Kuffar, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Sie wollen nicht, dass die Menschen die, was erfahren die? Die Wahrheit. Deswegen schreiben sie nur schlecht über die Muslime. Möge Allah Azza wa Jal sie für jeden Buchstaben, den sie Schlechtes über den Islam schreiben, zur Rechenschaft ziehen. Liebe Geschwister, Thumama radiallahu an, er war an der Tragsäule festgebunden. Und plötzlich hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn wieder dieselbigen Worte gefragt. Dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihn freigelassen und ihn als freien Mann entlassen. Was hat Thumama radiallahu an getan? Er ist rausgegangen in der Nähe der Moschee, dann vollzog er den Ghusl, er hat sich gewaschen und dann kam er wieder zurück zur Moschee von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Was haben wir gesagt? Thumama wollte ihn davor, hä? Töten. Er kam zurück und er hat die Shahada gesprochen und hört, welche Worte er gesagt hat zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumama radiallahu an sagte: Ya Muhammad, wallahi, ma kana ala al-ardi wajhun abghada ilay min wajhik. O Muhammad, ich schwöre bei Allah, dass es kein Gesicht auf dieser gesamten Erde gab, das ich mehr hasste als dein Gesicht. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. Heute ist dein Gesicht mir am liebsten. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك. Ich schwöre bei Allah, dass es keine Religion gab, die ich am meisten hasste als deine Religion. فأصبح دينك أحب الدين إلي. Aber heute ist deine Religion mir die liebste Religion. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدي. Kein Ort war mir verhasster als der Ort, an dem du dich befunden hast. فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. Und heute ist es mir der liebste Ort. Subhanallah. Wisst ihr, warum Thumama nicht die Shahada gesprochen hat, als er angebunden war? Er wollte die Shahada als freier Mann sprechen. Durch die Barmherzigkeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde aus einem Feind ein Bruder im Islam, liebe Geschwister. Und ich bitte euch, dass ihr nur eine Sache mit mir betrachtet. Wie viele Tage war Thumama in der Moschee angebunden? Wie viele Tage? Drei Tage. Wir haben gesagt, zuvor war er ein Feind Allahs und ein Feind der Gläubigen. Was hat Thumama in den drei Tagen gesehen? Dass er die Shahada angenommen hat, vom Feind zum Liebling des Islam. Was hat er gesehen? Er sah die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er mit den Sahaba radiallahu anhum umgegangen ist. Das hat für ihn gereicht. Eine Frage: Wie oft kommen wir zu den Moscheen und schaut, wie unsere Beziehungen zueinander sind? Sag. Gut oder schlecht? Ehrlich. Gut oder schlecht? Sind unsere Beziehungen gut oder schlecht zueinander? Schlecht, liebe Geschwister. Wie oft sollen wir noch in die Moschee kommen, dass wir wahre Brüder sind? Brüder, die sich für Allah Azza wa Jalla lieben. Innamal mu'minuna ikhwa fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Brüder, hast du das verstanden, ja, Achi? Keine Freunde. Allah hat sie nicht Freunde genannt. Das ist kein Freund von dir, sondern das ist dein Bruder. So stiftet Frieden zwischen ihnen. Was machen die Muslime heute untereinander? Sie stiften zwischeneinander, Hass, nicht Friede. Hass, und das ist die Wahrheit. Ich warne dich vor dem, Der ist schlecht, der ist übel, der ist ein Lügner, der ist ein Heuchler. So haben wir doch heute, in dieser heutigen Zeit, hören wir diese Wörter. Oder, liebe Geschwister, der ist ein Käfer, der ist ein Munafir, der ist ein Fasid, der ist ein Zalim. Das ist das, was wir heutzutage hören. Und deswegen ist unsere Brüderschaft so, wie sie ist. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben und uns zu der Wahrheit zurückbringen. Subhanallah al-Azim. Thumama, er hörte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Koran rezitiert hat. Er sah, wie die Sahaba miteinander umgegangen sind. Er sah, wie sie sich im Gebet verhalten haben, welche Liebe und Vorzüglichkeit zwischen ihnen herrschten. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, weil er noch etwas Gesundes im Herzen hatte, als den Islam.
anzunehmen. Subhanallah al-Azim. Und sofort hat sich Thumama radiallahu an in den vollen Dienst dieser Religion gestellt. Er sagte sogar zu den Götzendienern in Mekka, und ihr wisst, er hat Weizen verkauft, er war ein großer Händler, er sagte zu ihnen, niemand wird ab heute von mir auch nur ein Stück Weizen bekommen, außer mit der Erlaubnis vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und schaut mal, ihr wisst, die Kuffar haben ihn boykottiert. Sie haben ihm nichts zu essen gegeben, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten. Und obwohl sie das gemacht haben, hat er Thumama erlaubt, dass er ihnen doch Weizen verkaufen darf. Wer ist der Barmherzigste? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Liebe Geschwister, Allahu Akbar. Und schaut, wie unser Umgang heutzutage ist. Sheikh Muhammad Hassan hat erzählt, er war einmal in einer Moschee. Da hat der Muadzin zum Adhan gerufen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und als er mit dem Adhan fertig war, der Muadzin, so gab es noch ein paar Jugendliche, die im Wudu-Raum waren. Und sie haben den Wudu vollzogen. In einer Moschee. Natürlich, manche kommen später und so weiter und so fort. Dann ging er und sagte zu einem der Jugendlichen, die in diesem Wudu-Raum waren und den Wudu vollzogen haben, Ta'al Yahmar, fasalli ma'ana. Komm her, du Esel, und bete mit uns. Dann ging Sheikh Muhammad Hassan zu ihm und er sagte, Wallahi, ich wusste nicht, dass Allah den Eseln das Gebet zur Pflicht gemacht hat. A'udhu Billah. Schaut mal, wie der Umgang ist. Und ich bitte euch, dass ihr eine Sache mit mir betrachtet. Gehen die meisten Muslime in die Moschee und sind gläubig oder ein kleiner Teil? Ein kleiner Teil. Und wir schaffen es, den kleinen Teil auch noch zu vertreiben. Ist das nicht die Wahrheit? Yachi, fürchte Allah. Wenn ein Bruder kommt in die Moschee, und ich möchte, dass du dir diese Worte hinter die Ohren schreibst, und du auch, Schwester. Wenn ein Bruder kommt in die Moschee, oder wenn eine Schwester kommt in die Moschee, und man sieht, dass sie noch nicht richtig den Islam praktizieren, dann fürchte Allah. Fürchte Allah. Ittaqillah, ya Achi. Ittaqillah, fürchte Allah, dass du auf ihn losstürmst und ihn sagst, wie siehst du aus? Die Sunna sieht man nicht an dir. Du liebst Allah nicht, du liebst den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Und du stürzt dich auf ihn, so dass du sein Gesicht nie wieder in der Moschee sehen wirst. Und er kehrt zur Jahiliyyah, zur Unwissenheit zurück. Und niemand anderes war dafür verantwortlich, außer du. Haben wir das in der heutigen Zeit? Ein Vorstand kam letztens zu mir, ich unterrichte in verschiedenen Moscheen in Berlin. Er kam so zu mir, er sagte zu mir, Barak Lofik, ich bitte dich, dass du die Jugendlichen etwas ansprichst. Ich sage, Khair inshallah, was ist passiert? Er sagte, da kam ein Bruder, der ist schwach geworden im Iman. Er hat seinen Bart abrasiert. Natürlich, in dem Land, wo wir leben, ist das leicht, hier den Islam zu praktizieren. Antwort, nein, das ist nicht leicht. Und schon gar nicht mit einem Bart. Er sagte zu mir, dieser junge Mann, er ist schwach geworden, er hat seinen Bart rasiert. Dann kamen die Brüder auf ihn zu und sagten, Achi, fürchte Allah. Und so. Was soll das? Was soll das? Eine Frage, wenn dieser schon einen Bart hatte, wusste er, dass ein Bart Pflicht ist? Antwort, ja oder nein? Ja. Muss er ihn erinnern, dass der Bart Pflicht ist? Nein. Sondern er sollte vielmehr mit Liebe auf ihn zugehen und mit ihm in Liebe reden, so dass diese Person zur Religion zurückkommt. Das wollen wir doch. Yachi, eine Frage. Auch wenn er jetzt keinen Bart hat, ist er ein Käfer für dich? Für manche schon. In der heutigen Zeit hörst du alles. Derjenige, der eine Jeans trägt, ist ein Käfer. Derjenige, der Sinner macht, ist ein Käfer. Leute, die über Allah Azza wa Jal und seine Religion lügen. Du hast die Aufgabe, wenn du siehst, dass ein Bruder schwach geworden ist, dass du ihn mit Barmherzigkeit behandelst. Wer hat dir das beigebracht? Hä? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er hat so die Menschen gewonnen. Er hat die Herzen der Menschen so gewonnen mit seiner Barmherzigkeit. Guck mal, Thumama, der ihn töten wollte, er hat nach diesem Vorfall niemanden mehr geliebt als Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, liebe Geschwister. Und viele von uns, sie bewirken, dass die Kinder nicht mehr gern zur Moschee kommen. Wenn manche Kinder in der Moschee sind, sie schreien sie an, sie brüllen sie an, sie schlagen ihre Kinder. Subhanallah, willst du, dass die Kinder die Moscheen lieben?
Willst du, dass die Kinder die Gläubigen lieben, dann behandle sie nicht so. Schaut mal, wie einer uns Wallahi ein Beispiel geprägt hat. Ein wunderschönes Beispiel. Sheikh Mohammed Hassan sagt, als er einmal in Saudiya war, haben die Leute ihn darum gebeten, dass er eine Khutba macht. Und dann kam ein Mann zu ihm, zu Sheikh Mohammed Hassan, und er sagte zu ihm, oh Sheikh, mein kleiner Sohn, er liebt dich. Er liebt dich. Und man kann diesen Sheikh nur lieben. Möge Allah Azza wa Jal ihm Barmherzigkeit schenken. In der Dunya und in der Akhira. Subhanallah, dann sagte dieser Mann zu dem Sheikh, er sagte, nächste Woche werde ich zum ersten Mal mit meinem Sohn in die Moschee kommen. Schau mal hier, Sheikh Mohammed, ich gebe dir ein Geschenk. Wenn mein Sohn in die Moschee kommt, dann gibst du ihm dieses Geschenk, denn ich möchte, dass er dich noch mehr liebt und dass er die Moschee liebt. Allahu Akbar. Subhanallah. Wer kommt auf so etwas? Aber nein, ein Kind hat was gesagt. Der kriegt eine linke und eine rechte, als ob er Tyson nachmachen wollte. Und das ist nicht gut, lieber Diener Allahs. Denn wir wollen, dass unsere Kinder was lieben, die Moscheen lieben und die Gläubigen lieben. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, er sagte, Ra'aytu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ala al-Mimbar. Ich sah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf der Mimbar stand. Wal Hasan ibn Ali ila jambi. Und Hasan ibn Ali radiallahu anhu wa arda, er war noch ein kleines Kind, er war an der Seite des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa huwa yuqbilu ala an-nas marra wa alaihi ukhra. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam einmal zu den Menschen hinaufgeschaut, die vor ihm waren, weil er eine Khutba gemacht hat, und einmal hat er zu Al-Hasan geguckt, liebe Geschwister, wa yaqul inna ibni hadha sayyid. Dieser mein Sohn ist ein Führer. Dieser mein Sohn ist ein Führer. Bitte, wenn heute ein Imam das machen würde, er steigt runter von der Mimbar. Und er sieht ein Kind, das er liebt. Und er nimmt es hoch zu sich. Und er hält es im Arm. Und er schaut einmal auf die Menschen und einmal auf das Kind. Was werden die Leute mit ihm machen? Hä? Was werden sie mit ihm machen? Sie werden ihn lynchen. Wer hat das aber gemacht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Liebe Geschwister, so war er gewesen. Und wenn er die Jugendlichen gesehen hat, dass sie auch ihrem Gelüst folgen wollten, natürlich zu heiraten, dann hat er ihnen die Heirat leicht gemacht. Dann hat er ihnen die Heirat leicht gemacht. Ali, radiallahu an, er wollte heiraten. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht? Er hat zwischen beiden vermittelt. Zwischen Fatima, radiallahu anha, seine Tochter, und Ali, radiallahu anhu wa arda. So sagte Ali, radiallahu an, tazawwajtu Fatima. Ich habe Fatima geheiratet. Faqultu ya Rasulallah, ibnili. Ich sagte, o Gesandter Allahs, mache mir die Heirat leichter. Helfe mir dazu, schneller zu heiraten. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, atiha shay'a, gib ihr etwas. Dann sagte Ali radiallahu an, ma indi shay, ich habe nichts, ich besitze gar nichts. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa aina dir'uka. فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةِ. Wo ist dein Schutzschild? Es wurde genannt Al-Hutamiyyah. Das Schutzschild, was er im Krieg benutzt hat, womit er sich abgewehrt hat, liebe Geschwister. Dann sagte Ali radiallahu an, عندي. Das ist bei mir. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, فَأَعْطِيهَا إِيَّهَا. So gib ihr diesen Schutzschild. Als Mal, als Gabe. Allahu Akbar. Eine Frage. Was, wenn du in der heutigen Zeit mit so einem Schutzschild zu der Frau kommst? Ich sage euch. Es wird ein neuer Krieg stattfinden. Sie wird das Schutzschild nehmen und auf deinen Kopf schlagen. Richtig? Schaut mal. Und eine Frage. Ist diese Schwester besser als Fatima? Antwort. Nein. Schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Fatima radiallahu anha wa ardaha gesagt hat. Er sagte, أَمَا تَرْضَيْنَ أَن تَكُونِ سَيِّدَ النِّسَاءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Wünschst du dir nicht, dass du die Führerin aller Frauen im Paradies bist? Aber heute Jasmin betet nicht, fastet nicht, tut nichts für den Islam, aber mahir 100.000 Euro, mashallah. 100.000 Euro, für was? Damit sie zu Hause 12 Stunden vor dem Fernseher sitzt und guckt DSBS. Deswegen soll sie 100.000 Euro bekommen? Fatima radiallahu anha, sie hat ein Schutzschild bekommen. Wer war sie? Sie war die Führerin der Frauen im Paradies. Welche Schwester hat dieselbe Stellung wie sie? Wallahi keine.
Wallahi al-Azim keine. Aber schaut mal, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er wollte uns damit beibringen, ich mache es den Jugendlichen leicht. Frage, heutzutage, wenn ein Vater seine Tochter verheiratet, wer kriegt in der Regel die Mahr? Wer? Die Tochter oder der Vater? Der Vater. Der Vater. Deswegen verkauft er förmlich seine Töchter. Und du kommst rein bei ihnen in die Wohnung, der hat Preisschilder für seine Töchter. Die 17-Jährige 5.000 Euro, die 18-Jährige 6.000 Euro, die 20-Jährige 12.000 Euro. Der hat richtige Preisschilder. Und so verkauft er seine Töchter und er steckt sich das Geld ein. Schaut mal, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er hat Gold verkauft, und zwar Fatima radiallahu anha wa ardaha. Er hat Gold angeboten, Ali radiallahu anha, und trotzdem hat er von ihm nichts Großartiges verlangt. Dieses deswegen, weil er der Barmherzigste ist. Und das ist unser Vorbild. Möge Allah Azza wa Jal uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in jeder Hinsicht zum Vorbild machen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns nur ihm folgen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns dadurch, dass wir ihm folgen, seine volle Liebe uns schenken. Möge Allah Azza wa Jal uns am Tage der Auferstehung mit den Besten seiner Diener versammeln. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.